Hallo und herzlich willkommen bei Fotodinkel, alles für Fotografen. Heute haben wir was Neues für euch. Und zwar freue ich mich, euch hier vorzustellen die Canon EOS R5, die ich hier in der Hand habe. Nachdem die Canon EOS R 1,5 Jahre schon auf dem Markt ist ungefähr, das hier ist das neue Topmodell mit einer Riesenauflösung und beeindruckenden Spezifikationen auch oder gerade auch im Videobereich. Da werden wir mal genau reinschauen, was diese Kamera kann. Aber wir haben nicht nur diese Kamera hier für euch, sondern auch die. Was ist das? EOS R6. Ein Schwestermodell, wenn man so möchte, mit niedrigerer Auflösung, aber Spezifikationen, wo es sich auch wirklich lohnt, mal genau reinzuschauen, was diese Kamera kann. Beide Kameras werden wir euch jetzt ausführlich zeigen. Ist es wirklich wahr? Hat Canon tatsächlich ein Powerhouse von Kamera ins Leben gerufen? Es scheint so zu sein. Die R5 ist bei uns im Hause Dinkel angekommen und wir durften sie in die Hand nehmen. Leider durften wir keine Fotos schießen oder Videos mit ihr aufnehmen. Schade. Einige Punkte können wir aber mit euch teilen. Ein neuer Prozessor, der DigicX, dient nun zur Abwicklung der internen Verarbeitungen. Die R5 besitzt einen 45-Megapixel-Sensor mit In-Body-Image-Stabilizer, der mit RF-Objektiven bis zu 8 Stufen schafft. Der In-Body-Image-Stabilizer kann auch mit manuellen Objektiven genutzt werden, dazu gebt ihr einfach lässig eure Brennweite im Menü ein. Interessant zu sehen, dass der Joystick von den Toten erwacht ist. Das wird dem einen oder anderen gefallen. Die Kamera ist schnell, wir reden von 20 Bildern pro Sekunde, bei elektronischem Verschluss, 12 Bilder mit mechanischem Verschluss und auch 12 Bilder mit erster Vorhang elektrischer Verschluss. Dabei funktioniert der Dual-Pixel AF mit Objektivverfolgung und Servo-AF-AE. Es werden Augen, Gesichter, Köpfe und Körper durch das neue Deep Learning erkannt, was wiederum verhilft auch bei der Erkennung von Tieren, Hunde, Katzen und Vögel und bei Objekten. Der AF-Bereich wurde nochmals vergrößert auf 100x100%. Wir haben auf der Frontseite eine Ablenntaste, die konfigurierbar ist, und einen N3 Remote-Anschluss. Von oben sieht sie wohl am ähnlichsten aus wie die EOS R. Neu dazu ist ein Dual-Speicherkarten-Slot, CF Express und SD UHS 2. Der Sucher hat jetzt 5,76 Millionen Bildpunkte und läuft auf 120 Bilder pro Sekunde. Auf der linken Seite befindet sich ein Studio-Blitzanschluss, Mikrofon und Kopfhörer-Ein- und Ausgang, USB-C-Anschluss und, oh, ein HDMI-Mikroausgang. Wird er nicht von allen Filmern gehasst? Naja, bei den internen Filmauflösungen und Bildraten können wir vielleicht auch ein Auge zudrücken. Denn die Kamera nimmt sage und schreibe 8K 12-Bit RAW mit dem vollen Sensor auf. 8K und 4K gibt es jeweils in den Auflösungen mit DCI und UHD. 4K mit 120 Bildern pro Sekunde, 4K in 10-Bit 422 und 4K HQ. Es ist selbstverständlich, dass gewisse Auflösungen und Codecs nicht auf der SD-Karte aufgenommen werden können. Allerdings kann bei der 8K RAW-Aufnahme auch ein Proxy auf der SD-Karte aufgenommen werden. Anders sieht es bei der R6 mit ihrem 20-Megapixel-Sensor aus. Sie schafft auch 4K in 50 und 60p. Allerdings mit einem Crop. Keine Angst, der Faktor liegt bei 1,06. Leider kann man kein All-Intra-Codec wählen. Full HD kann jetzt mit 120 Bildern aufgenommen werden. Canon gibt an, dass das 4K-Video mit 5,1K Oversampling stattfindet. Dadurch sollten Details sehr gut aufgelöst werden. Durch das Aktivieren von Canon Lock werden 10-Bit 422 in H265 aufgenommen. Die Kamera gibt in der Tat auch über ihren Micro-HDMI 4K 50 und 60p aus. Der neue LPE 6NH-Akku verspricht 14% mehr Leistung als sein Vorgänger. Rückwärtskompatibilität natürlich mit allen LPE 6-Akkus. Beide neuen Modelle sind in der Tat die Antwort für professionelle und ambitionierte Fotografen wie Videografen und bringen Canon EOS R jetzt auf ein neues Level. Verkaufsstart der R5 ist der 30. Juli, die R6 folgt am 27. August. Wie immer sind wir für weitere Fragen für euch da und freuen uns auf euren Besuch hier bei uns bei Fotodinkel.